Ich trinke nicht mehr. Oh, ja, das ist jetzt aber auch die Beichte bei Riverboat. Ein Tiere, der nicht trinkt, gibt es sowas. Ne? Das ist selten. Pfui Deibel. Seit wann? Fast ein Jahr. Oh. Warum? Warum? Die meisten Weil es mir zu sehr gefallen hat, deswegen. Ja. Aber du sag mal, was mich natürlich zu Tode betrübt, und das ist das Lustige, ich habe das gar nicht mitbekommen, obwohl wir ja auch irgendwie über Instagram und so miteinander verbunden sind. Deine Familie, also du, Kira und eure 5 Kinder, ihr seid 10 Jahre zusammen sehr, sehr erfolgreich als Family unterwegs gewesen. Das ist jetzt Geschichte. Als Familie, auf Bühne, als Familie, auf der Bühne. Musikalische Band in der Öffentlichkeit, ja. Ah. Ja. So, genau. Wir finden das alles schade. Ist das jetzt eine Entscheidung von den Kindern gewesen? Und wenn ja, wie habt ihr die irgendwann wo getroffen? Also natürlich ist die Entscheidung mehr von uns Eltern, weil die Kinder sind ja teilweise auch klein. Und es ist auch etwas, wir wussten von Anfang an, dass das jeden Moment vorbei sein kann. Man kann ja nicht mit Kindern ewig vorausplanen. Das ist ja keine normale Band. Selbst die meisten Bands können nicht ewig planen, weil die streiten sich oder was auch immer. Aber wir waren immer dankbar für das, was wir erreichen können und wachsen können. Und es fing auch ganz klein an, in kleinen Theatern. Und erst nach 3-4 Jahren wurde es ein bisschen öffentlicher. Und ich glaube, der größte Unterschied war, wir konnten die letzten 2-2,5 Jahre konnten wir nicht auf die Bühne, wir konnten nicht Konzerte geben. Und haben gewartet, dass es endlich wieder losgeht. Und dann ging es jetzt los im Sommer. Wir waren 25 Konzerte und es hat auch Spaß gemacht. Aber es war plötzlich, es ist einem bewusst geworden, das ist nicht mehr die gleiche Familie. Es sind große, erwachsene Kinder dabei. Mhm. Gabriel ist 21, Helen ist gerade 20 geworden, studiert jetzt im zweiten Jahr in London. Und Emma will auch jetzt in Richtung Abschluss und sich vorbereiten für den Berufsleben. Und ich habe einfach gemerkt, jetzt die nächsten 1-2 Jahre vorausplanen, mindestens. Man kann ja nicht einfach so, morgen gehen wir auf Tour, ne? Man muss ja schon 1-2 Jahre vorausplanen. Gemerkt, irgendwie, das kann man nicht mal eben so machen. Und wir mussten uns wirklich Gedanken machen, geht es weiter oder nicht? Was bedeutet das? Und wir wären wahrscheinlich nicht mehr komplett gewesen. Und selbst die, die noch mitgemacht hätten, es hätte einfach viel mehr Kompromisse gegeben, viel mehr vielleicht auch Stress. Und ich habe einfach gemerkt, nee, komm, wir lassen es einfach sein. Wir haben echt 10 tolle Jahre gehabt und wir durften jetzt wieder auf die Bühne das auf die Bühne abschließen und nicht im Lockdown. Und da muss man auch sich glücklich schätzen. Und ihr habt das, ich finde, sehr schlau. Genau. Sehr, sehr schlau. Von Anfang an hast du gerade gesagt, habt ihr es ja geahnt. Irgendwann ist es einfach endlich. Und dass ihr das auch wirklich eure Kinder gehen lasst. Und ich glaube, keines dieser Kinder wird ein schlechtes Gewissen haben oder niemand wird sich schuldig fühlen, dass man sagt, ich werde dieses Projekt jetzt nicht mehr mitbegleiten. Ganz im Gegenteil, ihr könnt euch gut loslassen und gehen lassen. Ihr habt, glaube ich, eine Woche vor Tourende, habt ihr das ja auch erst beschlossen. Ja. Keine lange Abschiedstour. Ja, also ich meine, schön, dass ihr emotional auf der Bühne euer letztes, aber wir konnten uns jetzt nicht mehr so richtig von euch verabschieden. Nee, wir haben auch keine große finale TV-Show zusammen gemacht oder sowas, sondern nein, es sollte kurz und knackig und vor allen Dingen da auf die Bühne, wenn ich hier bin, das macht mir Spaß, aber das ist nicht, was ich hauptsächlich mache. Die Bühne, das Publikum, das ist das, was ich hauptsächlich mache und da wollten wir uns auch verabschieden. Pass auf, und es gibt eine Szene von Kira und Gabriel. Ja. Die haben zusammen ein Lied Let It Go geschrieben. Ja. Und da merkt man aber, da passiert gerade ganz viel auch in Kiras Kopf. Total. Das gucken wir uns auch mal kurz an. Von dieser Abschieds-DVD ist das zu sehen. Genau, wir haben das Glück gehabt, das Ende noch aufzeichnen zu können. Hatten wir sowieso geplant, am Ende der Tour eine Aufzeichnung zu machen. Und als es dann klar war, wir beenden diese Familienband, dann war die Aufzeichnung noch wichtiger, dass wir das noch mal festhalten können. So sah das dann aus, als es allen bewusst war.
Aber es ist ein Ende von dieser Konstellation. Wie traurig bist du denn? Ich bin natürlich traurig, weil ich hab viel dafür gekämpft. Ich habe meine eigenen Solo-Sachen auf Seite geschoben. Ich habe versucht, immer die Balance zu halten, aus das Berufliche gut hinzubekommen, auch Ziele zu haben und trotzdem die Familie zu schützen von dieser sehr aggressiven Musikbranche manchmal. Und diese Balance zu halten, hat viel Kraft gekostet. Aber als es mir bewusst wurde, nee, das ist jetzt die Zeit zu beenden, war ich auch erstaunt, dass ich mit den richtigen Leuten zu tun habe. Zum Beispiel der Chef von Plattenfirma, mit dem ich arbeite, Jörg Helwig, liebe Grüße. Ich habe ihm angerufen, ich habe ihm das erzählt und er hat das sofort verstanden. Und er war so, Angelo, alles wunderbar, es gibt dann kein Album und mach, wie du denkst, alles wunderbar. Aber Angelo, wie geht's für dich weiter? Ja, genau. Also wir sitzen alle hier so, ich würde mich gerne als deine Cousine vielleicht, du kannst auch ein neues Familienprojekt, machst du mit mir als Cousine. Genau, so machen wir das. So die heimlich da wiedergefundene. Haben wir jetzt Hoffnung, dass du vielleicht dann zu deinen Brüdern und Schwestern gehst? Nein. Und einen Auftritt machst oder so? Du, ich habe in den letzten 10 Jahren zwischen der eigenen Familie und dann auch zwischendurch 4 Jahre lang mit dem Comeback auch noch parallel, habe ich jetzt in den letzten 10 Jahren genug mit Family. Nein, ich werde jetzt erstmal genießen, mal mich nur um meine Musik zu kümmern. Und da sind die Aufgaben ganz, ganz klein. Ich brauche nur ein bisschen trällern, auf die Bühne gehen. Wunderbar. Wir singen jetzt vielleicht kein deutsches Lied, aber eins, wo alle mitsingen können. Guckt doch mal bitte in eure Sitze. Ja, und hier. Weißt du, ich bin ja gerade gekommen, ne? Ja. Ich muss erst mal gucken, ob die Gitarre überhaupt stimmt. Das habe ich auch gesagt, ey. Wer weiß, ob mal die. Gucken. Warte mal, ich mache hier mal. Hier ist extra der Ton, ob die wirklich, überhaupt noch gestimmt ist. Das ist wirklich spontan. Jingle. Ja. Okay. Wir singen übrigens Jingle Bells. Wir versuchen's. Aber ihr habt ja auch alle Karten. Oh, singt ihr alle mit? Ja, klar, sehr schön. Klar, wir machen das. Könnt ihr klatschen, aber nicht schneller werden. Nein. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Ho, 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 ho. Tom bobtails ring, assistant chief. Yes, schön für das. Ich wollte einen Capodasta haben, aber egal. Nach ein paar Whisky trinkst du das vielleicht auch noch tiefer. Ich trinke nicht mehr. Oh. Ja, das ist jetzt aber auch die Beichte bei Riverboat. Ein Tiere, der nicht trinkt, gibt es sowas. Ne? Das ist selten. Pfui Deibel. Seit wann? Ein Jahr. Oh. Warum? Ah, warum? Die Weil es mir zu sehr gefallen hat, deswegen. Ja. Ah. Man kann sich ja mäßigen. Wir haben uns, glaube ich, in irgendeiner Sendung hier auch mal zusammengesehen mit der Familie. Was habt ihr da gesungen? Warte mal, das würde ich euch nämlich jetzt gerne noch mal zeigen. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Coming Home for Christmas war es nicht, aber Country Road. War es im Sommer? Country Roads, ja. Country Road. Oh, ja. Wollen wir das nochmal damit? Ja. Also ich meine jetzt, der Abschiedsschmerz wird ein bisschen was Fröhliches. Größer und größer. Aber wir wollen euch fröhlich machen. Auf jeden Fall. Und außerdem, man kann ja zur Not auch die DVD dann nochmal, wenn man es gar nicht mehr auswählt. DVD, Streaming, Werbung. Genau, Werbung. Ja, komm, ja. Wir gucken uns das nochmal gemeinsam an. Sehr gerne, danke.
Angelo, mach weiter. So geht es nicht. Einfach aufhören. Mit der halben Familie wäre jetzt ein blöder Kommentar. Das Ding ist so, das Kapitel in der Art ist abgeschlossen, aber das öffnet natürlich Türen in die Zukunft. Wer weiß, ich glaube, das eine andere Kind wird sicherlich musikalisch weitermachen wollen. Und ich habe gesagt, ich helfe alle, die was wollen. Aber bevor wir auf die Bühne gegangen sind beim letzten Konzert, habe ich gesagt, Kinder, so wie es jetzt ist, so Mama und Papa nehmen euch auf diese musikalische Reise, die endet jetzt hier. Wenn in Zukunft ihr alle irgendwie was machen wollt und ihr sagt, Papa, du musst da unbedingt mit auf die Bühne, okay, aber es, ne, es ist in euren Händen und ihr bestimmt das. Und was machst du, wenn die sagen, Papa, wir wollen unbedingt aber auf die Bühne, aber bitte ohne dich? Ich spekuliere darauf. Was machst du denn? Es hieß ja viele Jahre Angelo Kelly and Family und demnächst geht auf Tour and Family. Also ich kaufe sofort ein Ticket. Also ich werde der Busfahrer oder sowas. Ja. Ja. Oh. Aber wie war das? Das letzte Konzert, was ihr für euch in dem Bewusstsein auch, wow, das wird das letzte Konzert. Also habt ihr so ein Ritual gehabt, bevor ihr auf die Bühne gegangen seid? Und was war anders beim Was anders war, ist, dass wir die letzten paar Konzerte wirklich alles gegeben haben. Auch unsere Musiker, das sind ja auch Leute, mit denen wir viele Jahre unterwegs sind. Die sind wie große Onkel für die Kids und so und unsere Crew auch. Das ist wie eine Zirkusfamilie. Und von daher, alle haben wirklich, wirklich alles gegeben, make it count sozusagen, um das auf eine unvergessliche Art auch dann sozusagen mit in die Erinnerung mitzunehmen. Ja. Und gab es denn noch so einen Abschlusssatz, den ihr euch als Familie nochmal so Hand in Hand, komm, ich will jetzt nochmal so eine richtige... Bei uns ist es weniger Chaka, es ist mehr... Einfach das Gebet, den lieben Herrn beten, ne? Das ist für uns schon das Wichtige. Aber natürlich danach auch auf die Bühne und hinter der Bühne viele Umarmungen, viele Tränen, aber auch viel, viel Stolz auf 10 Jahre, die wir als Familie, es gibt in Europa wenig Familien, die in der Öffentlichkeit es wagen, sowas zu machen. Und wir sind, glaube ich, heil davon gekommen. Wir sind immer noch intakt als Familie, wir haben uns alle lieb und diese Branche hat uns nicht komplett zerfressen und zerstört, sondern das ist ja auch wichtig. Ne? Weil du als Daddy, ja. Weil du offensichtlich auch als Daddy alle ganz gut beschützen konntest und begleiten konntest. Ich habe mein Bestes gegeben und ich tue es immer noch, auf jeden Fall. Ja. Also alles in allem bist du einfach ein Spitzentyp, bist hierher gekommen. Hast die Familie gut durchgebracht. Alle haben ihren Spaß hoffentlich dabei auch gehabt. Und vor allem, jetzt geht es erst richtig los für jeden Einzelnen. Und ihr werdet, was auch immer, Ross und ich, wir werden mit den Hufen scharren und freuen uns jetzt schon auf das, was da kommt. Alles wunderbar. Angelo Kelly ist bei uns. Danke. Mach weiter.